Also die Idee, dass die Jungs ausziehen, die entstand eigentlich schon ganz früh. Und ja, dass sie jetzt gerade so eine tolle WG mit noch zwei jungen Leuten ziehen, das gefällt uns natürlich super. Unser Ziel ist, eine ganz normale WG wie eine Studenten-WG zu erschaffen. Hallo zusammen. Wir gehen jetzt hoch. Ich zeig euch mein Zimmer. Hier habe ich in Kiel gewonnen. Beim Schwimmen. Hier steht sie auch drauf. Kiel. Wenn der VfB spielt, daheim oder auswärts, wenn wir Karten haben, gehen wir hier ins Stadion. Ziehe ich das hier an. Das Selbstbewusstsein von Tim, da muss ich einfach was sagen, das kommt von ihr. Ja. Ohne sie wäre das nie so gekommen. Jetzt muss ich gleich anfangen zu weinen. Ja, es war natürlich immer unser Bestreben, ihn so selbstständig wie möglich zu machen. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Aber jetzt ist halt für uns dann natürlich der schwere Schritt. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Jetzt müssen wir ihn auch gehen lassen. Ganz, ganz alleine. Kann er ja nicht sein. Er braucht immer irgendeine Unterstützung. Und wenn wir aber tatsächlich mal irgendwann nimmer da sind, hoffen wir natürlich, dass er dann seinen Weg gefunden hat, dass er sein Leben noch schön und glücklich leben kann. Hier ist meine Zimmer, das ist befahrbar rein. Da ist Schuhe, Schrank. Hier ist mein Bett. Wir sind hier Holz. Dann das Lampe. Warte. Hier ist an, aus, an, aus. Einzel. Aus dem Weg. Die Eigenlila scheine Träume werden, wahr, du siehst, wie schnell es geht, mein Hype ist da, doch meins ist viel zu mies. Und ich schieß auf alle Hater, denn sie reden viel zu viel. Aber alles nur Gelaber, la 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 la. Da ist Sofa, da ist Mama Platz, dann Anni Platz, dann Dad Platz, dann mein Platz. Ich find's total wichtig, dass er das. Dass er auszieht, solange er jung ist, solange er lernen kann. Ich glaube, das ist total schwierig, wenn jemand notfallmäßig dann hinziehen oder einziehen muss, weil zu Hause irgendwas passiert oder jemand nicht mehr kann. Also ich finde es vor allem auch total normal, dass man mit Mitte 20 zieht man einfach aus. Also warum soll das bei ihm anders sein? Und sind wir mal gespannt, wie es dann in der Praxis abläuft. Hm. Nochmal. Hi. Ja, ja. Und da wohne ich hier. Hier mache ich was. Ich sitze und ich male. Das ist Bibelbarcue. Dann habe ich noch die hier. Mhm. Und dann haben wir es endlich. Ja. Der Alltag wird sich ganz stark verändern. Und das heißt natürlich auch für uns viel mehr Freiheiten. Mhm. Ja. Freiheiten, die natürlich nur dann was bringen, wenn man auch mit einem guten Gefühl weiß, es läuft gut. Wenn man das Gefühl hat, man muss sich wieder um alles kümmern oder ist alles Mist dort, wäre natürlich nicht so gut.
So, jetzt. Da geht's weiter. Ich habe immer das Ritual, wenn er morgens geht, gehe ich kurz mit runter und stehe am Gartentürchen und ich winke ihm hinterher. Und er dreht sich um und wir machen Herzchen. Und da denke ich jetzt jeden Morgen eigentlich schon, okay, wir streichen wieder eines runter. Das wird schon komisch werden, wenn er dann da eben nimmer von dannen zieht. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich auch. Auf den hier und auf den hier. Ja. Kollege. Ich bin Justin, ich bin Sozialarbeiter. Ich bin Anna und bin Heilerziehungs- und Altenpflegerin und bilde mit Justin das Projektleiterteam für die inklusive WG. Ich und die Anna haben uns anfangs besprochen, wie wir so einen Wohnvorbereitungskurs praktisch mit den Jungs gestalten können. Gucken, wo die Jungs eigentlich stehen und wo sie auch vielleicht Ziele haben, was sie vielleicht auch gerne irgendwann können würden in Sachen Selbstständigkeit. Und dann eben sie dahingehend zu begleiten. Ich habe gehört, der Tim. Du kannst ganz gut lesen und schreiben. Ja. Ja? Vielleicht willst du mit uns zusammen den Einkaufszettel machen. Wäre das was? Ja. B-U, zweimal T, E-R. Ihr zwei helft dann suchen und dann sammeln wir alles in einem Einkaufswagen. Und ich und die Anna würden uns ein bisschen zurücknehmen. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann helfen wir euch natürlich gerne. Hier rechts steht das Auto. Bleib mit dir, wenn die Schnur kommt da hinten. Dann kann es jetzt eigentlich nur noch losgehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Soll ich Zigaretten kaufen? Jungs, was wollt ihr denn trinken? Was, eine Cola hattet ihr vorhin gesagt oder sowas? Ja. Ohne Zucker, das ist normal. Das mag ich. Wie kriegen wir die Scheiße hier raus? Kochen an sich lief eigentlich relativ gut. Da hat man eben auch wieder gemerkt, dass sie viel mitbringen, dass sie da viel können. Sing Volo, Jungs. Zum Wohl. Ja. Einen guten Appetit wünsche ich euch. Pünktlich. Ja. Hallo Jakob. Ja, ich bin's. Hi. Hi. Wir essen, ja, jetzt. Ihr esst jetzt? Ja. Verstehe. Und ja, wie lange dauert es noch? Ja, dauert es noch ein bisschen länger. Schon fertig haben. Ich bin schon vorm Haus, ich bin schon in Zuffenhausen. Ich stehe vor der Tür. Ja, ja. Sehr gut. Gibst du mir Bescheid, wenn du mit dem Essen fertig bist? Ja, das mache ich jetzt. Danke. Ja, bis gleich, Papi. Und Moment mal, leise. Jetzt nicht mehr an. Jetzt war's. Jetzt nicht. Ja, der wartet, glaube ich, schon. Jetzt muss ich ja. Ich glaube, der ist noch dran. Ja. Guck. Guck mal, dein Papa ist dort noch. Ich esse noch. Was? Ich stehe hier unten vor der Haustür. Ich bin hier im Auto. Ja. Ja, Papi, ja. Und Elm? Ich esse noch. Also heute kommen unsere drei Klienten, Tim, Yannick und Jakob. Und genau, mit den Eltern im Schlepptau. Und wir werden den Johannes kennenlernen, der sich für diese Wohnform hier beworben hat. Da werden es halt so insgesamt 20 Arbeitsstunden wahrscheinlich im Monat sein, die sie dann praktisch erbringen, dafür, dass sie aber eigentlich kaum Miete bezahlen. Also eigentlich finde ich es definitiv eine Win-Win-Situation. Hallo. Ich habe derzeit eh so ein bisschen nach einer Wohnung, irgendwie nach einer neuen WG irgendwie gesucht. Und die war halt in einem passenden Ort. Dann dachte ich halt, ja, kann man ja ausprobieren, mal kennenlernen. Genau. Wollt ihr ein Bild für einen Trainer machen? Glaub, ja. Oder? Soll ich auch drauf, oder? Nee. Nur ihr drei? Okay. So, ihr drei so zusammen? Ja.
Ja, an sich schon ein gutes Gefühl. Ja. Es wird sicher nichts entschieden heute irgendwie, aber an sich ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Ja. Das sieht ja, gut das, aus. Ja, ja, ja. Da lacht auch alles. Ja. So, und das sind heute unsere zwei Kandidatinnen für die WG. Ja, komm. Gehst du nicht? Traust dich nicht? Noch nicht. Noch nicht. Okay, also ich bin Julia. Ich bin Felicia. Kugel in zwei Hände. Meine Mutter hat mir den Artikel eben weitergeleitet und dann habe ich ihn mir durchgelesen und mich dann eben letztendlich dazu entschlossen, mich zu bewerben. Ich habe das auch in der Zeitung gelesen und dann fand ich das irgendwie eine richtig tolle Idee und mal schauen, was jetzt daraus wird. Für uns alte Frauen, Männer, sind die sehr jung, die zwei, aber ich finde, die machen das klasse. Ich finde, die machen, die sind schon richtig an denen dran. Also, es ist natürlich für uns schwer einzuschätzen, ist das jetzt nur ein netter Bowlingabend oder ist das was, wenn man zusammen lebt, dann ja, ist ja was anderes, ob du mal eine Stunde bowlen gehst oder ob du halt gemeinsam lebst. Aber wenn ich jetzt mal ein Team angucke, der ist schon völlig begeistert. Ich gucke immer Montag was an. Montag? Ja. Was? Alarm für Fauxpas. Ah, habe ich schon gehört. Was geht's da? Wir fahren Autos zur Schrott und schießen. Und es kommt immer montags? Ja. Um wie viel Uhr? 20:15 Uhr. Wer Interesse hat mit mir? Auf jeden Fall. Was hast du Angst? Naja, dass dann halt so Geschichten passieren, dass sich dann einer in uns vielleicht sogar verliebt. Das ist dann irgendwie auch ein bisschen schwer, damit umzugehen, glaube ich. Ganz normal bearbeiten. Also, ihr werdet ja nicht allein. Es sind ja von uns auch immer Leute vor Ort, dann morgens und abends. Und dann kann man sowas ansprechen, dann kann man sowas auch mal unter vier Augen mit jemandem besprechen. Ja, also ich kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ich habe die jetzt ein bisschen kennengelernt und irgendwie habe ich das Gefühl, das passt ganz gut. Ja, ich denke, wir haben uns auch allgemein ganz gut verstanden. So, dann mach ich mal auf. Wir möchten eigentlich nicht, dass die Eltern jetzt eigentlich einen Schlüssel bekommen, sondern die Kinder sollen einen Schlüssel haben und die Eltern können dann klingeln. Und 1, 2. Heute haben sie einen Schlüssel erhalten und es war schon so ein großer Schritt. Jetzt wird es noch ernster, es wird jetzt langsam wahr, die eigene Wohnung. Und ja, das ist so dieses Gefühl jetzt, so eine Unabhängigkeit. Man merkt schon, dass das Selbstbewusstsein auch dadurch wächst. Kollege. Also so wie ich es einschätze, sind die drei ein Herz und eine Seele und die tun sich da gegenseitig unterstützen und helfen, wenn einer krank ist oder irgendwas. Also da habe ich gar keine Bedenken. Vielleicht klappt es ja auch nicht, wir wissen es ja auch nicht. Es ist ja alles eine Hoffnung, die wir momentan haben, dass es in dieser Dreierkonstellation klappt. Aber wenn wir mal Daumen drücken.
jetzt. Immer ich mal. Ja, sicher. Lass mal an, bitte. Wieder ausmachen, das Ding. Ach so. Wie machen wir das mit der Krankenkassenkarte? Weil eigentlich hole ich ja Rezepte und Dinge, aber für Notfälle. Abstammungsurkunde, Taufbescheinigung, stand alles auf dem Zettel. Ja, sehr verrückt. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch noch einen Geldbeutel. Nee, die können wir dann aber auch. Und da muss ich aber euch die Geheimnummer geben, gell? Ja. Die weiß ich nämlich auch nicht auswendig und er auch nicht. Ruf schau mal an. Ah. Mmh, unbedingt. Ja. Ah. Unbedingt musst die, du anrufen. Die mag mich. Ja. Du mich? Ja. Wir hängen jetzt immer hier rum bei euch. Ja, auf Wiedersehen. Mit Spaß heute, gell? Der erste Tag. Schlaf gut in deinem Bett. Okay? Wenn du nicht anrufst. Okay? Ansonsten lasse ich dich in Ruhe. Ciao. Sag's gut. Jakob, ja. Pass auf dich auf, gell? Hab dich lieb, mein Schatz. Bis denn irgendwo, nicht, gell? Pass auf rein. Auf rein. Janik, passt auf euch auf. Ganz viel Spaß wünsche ich euch. Ciao, Jakob. Macht's gut. Passt auf euch auf, genau. Aber jetzt gerade fühlt sich's gut an. Geht euch das auch so? Geht mir genauso. Jetzt haben die diesen Prozess mitmachen dürfen, was es heißt, wenn man zu Hause auszieht. Und das fand ich jetzt einfach Weltklasse, dass die Mitbewohner casten. Und das war jetzt einfach insgesamt so ein tolles Erlebnis. Und ich finde, das macht es für uns leicht. Was braucht man denn immer so in der Küche? Nudeln, Reis. Kartoffeln, frische Kartoffeln. Also das Ding ist, dass halt nicht alle ins Auto passen. Das Auto hat nicht so viele Sitze, hat nur 5 Sitze. Laufen, wandern. 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 Die Wanderung zum Aldi. Ich bin schon so ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Am Anfang wird es sicher noch turbulent sein. Es wird irgendwie Punkte geben, die schwierig sind, vielleicht morgens oder was auch immer. Ah, Jakob, weißt du, was wir vergessen haben, wir zwei? Ja. Das Wichtigste vor dem Kochen? Hände waschen. Ja, klar. Also meine Freunde, als ich das denen erzählt habe, waren die schon so, brauchen die nicht viel Hilfe und wie willst du das machen? Die denken halt irgendwie, dass ich hier die Pflegerin bin. Kollege. Ja. Das geht nicht. Jakob? Magst du auch zu uns kommen, Jakob? Dass wir mal besprechen, was wir heute machen? Ganz fest gewachsen bin ich. Hör mal. Schulz! Du stehst. Gib ihm die Hand. Und los geht's! Oh. Bleib standhaft. So.
when the road looks rough ahead and your miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old past Jules. Boy, you got a friend in me. Also ich finde, es läuft gut. Es hat noch lange nicht alles Routine, aber so die ersten Routinen, Rituale, die haben sich von selber erstellt. Und von der Anfangssituation her bis jetzt ist ein guter Schritt entstanden. Also sie haben echt einen guten Fortschritt gemacht. Sie sehen selber, hier ist es dreckig, hier muss ich jetzt saugen. Oder die Küche steht schon wieder alles kreuz und quer. Und dann schnappt man sich halt einen Kumpel und fängt an. Ich würde nicht sagen, dass wir schon überflüssig sind, das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber es läuft doch schon mehr als am Anfang, von selber. Das ist schön. Dass die Jungs schon auch immer selbstständiger werden, das ist ja auch ein bisschen der Sinn hinter dem Projekt, Wohnprojekt. Deswegen, also auf längere Sicht, fände ich es auch schön, dass es halt schon reduziert wird mit der Betreuung. Genau, dass nicht immer jemand da ist. Da riecht man erstmal alle Zutaten raus. Also manchmal gibt es schon so Situationen, wo ich einfach nur meine Ruhe haben will. Und hier ist es schon so, dass viel und laut gelacht wird. Und wenn einer anfängt, dann hört man aus allen Zimmern kichern. Also die Wohnung ist total hellhörig. Und wenn ich einfach nur meine Ruhe haben will, dann muss ich meine Kopfhörer aufsetzen oder so. Aber so richtig stören tut es mich jetzt auch nicht. Ich finde es gut hier. Vermisst du zu Hause noch manchmal? Ja schon, aber ich sitze nicht hier und heul durch die Gegend.